Es war im Jahr 1993, als Philip Johnson, Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley, Wissenschaftler und Philosophen in die kleine Stadt Pajaro Dunes einlud. Sie kamen aus führenden akademischen Zentren wie den Universitäten Cambridge, München und Chicago, um ein Konzept zu hinterfragen, welches die Wissenschaft seit über 150 Jahren dominiert. Ich glaube, dass Pajaro Dunes ein Wendepunkt war. Jeder Einzelne hatte seine Probleme mit der Evolutionstheorie, aber als wir zusammenkamen und jeder etwas aus seinem Erfahrungsschatz beitrug, gewannen wir plötzlich gemeinsam eine neue Sichtweise auf das Phänomen Leben. Ich muss sagen, dass dies eine wirklich aufregende Zeit war. Hier geschah etwas, was mich intellektuell viel stärker überzeugte als meine bisherige Auffassung. Ich erkannte, dass hier eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern wirklich bereit war, sich an das größte Geheimnis heranzuwagen, nämlich die Entstehung des Lebens. Manchmal denke ich, gibt es eigentlich ein interessanteres Thema als woher kommen wir, wie sind wir entstanden, wer oder was hat uns geschaffen, wie ist die Beziehung zwischen Mensch und Kosmos? Man schaut auf die unglaubliche Vielfalt und Komplexität des Lebens. Und unvermeidlich stellt man die Frage, wie konnte das alles entstehen? Nur durch Zufall und Notwendigkeit? Nur durch ungerichtete Naturkräfte? Oder gibt es eine Absicht, einen Plan, ein Design? Ein Design aufgrund einer intelligenten Ursache? Die Wissenschaftler in Pajaro Dunes begannen, das Geheimnis des Lebens neu zu betrachten. Denn sie alle waren unzufrieden mit den Erklärungen der Evolutionstheorie. Der Biochemiker Michael Behe stellte die Frage, wie die komplizierten Strukturen in lebenden Zellen allein durch natürliche Vorgänge entstehen konnten. Und der Evolutionsbiologe Dean Kenyon zweifelte daran, dass das Leben allein auf chemische Prozesse zurückzuführen sei. Stephen Mayer, Paul Nelson und William Dembski suchten nach einer neuen Erklärung für die Herkunft der genetischen Information in lebenden Organismen. Diese Forscher begannen damit, eine Alternative zu der zentralen Theorie der modernen Biologie zu entwickeln, die von einem britischen Naturforscher aufgestellt worden war. Von Charles Darwin. Achtzehnhunderteinunddreißig bekam der damals 22-jährige Darwin die Gelegenheit, auf einem Vermessungsschiff der britischen Krone mitzufahren. Von England aus segelte er auf der Beagle nach Südwesten um die Spitze Südamerikas herum und dann nordwärts auf eine Kette von Vulkanerhebungen im Pazifik zu, die Galapagos-Inseln. Hier, 600 Meilen von der Westküste Ecuadors entfernt, entdeckte Charles Darwin eine Reihe außergewöhnlicher Vögel, Reptilien und Säugetiere, die er noch nie gesehen hatte. Er untersuchte Flora und Fauna, sammelte Proben und führte darüber Buch. Nach mehr als einem Monat setzte er seine Reise fort. fünfundzwanzig Jahre später entwarf er eine Theorie, wie die vielfältigen Lebensformen auf der Erde entstanden sein könnten. In seinem Buch »Die Entstehung der Arten«
dessen Auswirkungen auf die Wissenschaft und vor allem die westliche Kultur dramatisch waren, behauptete Darwin, dass alles Leben ausschließlich auf ungerichtete Naturkräfte zurückzuführen ist. Auf die Zeit, den Zufall und einen Prozess, den er natürliche Auslese nannte. 2500 Jahre lang erklärten Philosophen und Wissenschaftler wie Plato, Newton oder Kepler, dass die Welt nach einer Art Design oder Plan aufgebaut worden ist. Aber Darwins Vorstellung von der natürlichen Auslese bewirkte eine grundlegende Veränderung der Wissenschaftsphilosophie. Darwin war der Erste, der einen plausiblen naturalistischen Mechanismus für biologische Veränderungen innerhalb langer Zeiträume vorschlug. Um die Wirkungsweise dieses Mechanismus der natürlichen Auslese zu verstehen, wollen wir uns die Finkenpopulationen anschauen, die Darwin auf den Galapagos-Inseln entdeckte. Die 13 Finkenarten der Galapagos-Inseln haben gewisse Unterschiede in ihrer Körpergröße und Schnabelform. Nach der Darwin'schen Theorie sind die Unterschiede in den Größen und Schnabelformen das direkte Ergebnis der natürlichen Auslese. Als Beispiel wird oft der samenfressende Fink genannt. Nach schweren Regenfällen gibt es im Überfluss kleine, weiche Samen, die von Vögeln mit kurzen Schnäbeln leicht gefressen werden können. Während der Dürreperioden dagegen haben die einzig auffindbaren Samen harte, raue Schalen. Sie sind vom vergangenen Jahr übrig geblieben und können nur von Vögeln mit längeren, spitzeren Schnäbeln aufgehackt werden. Die Vögel mit den längeren Schnäbeln besitzen also eine größere Überlebenschance, weil sie die vorhandene Nahrung besser nutzen können als andere Vögel. Damit haben sie das, was Biologen heute einen funktionellen Selektionsvorteil nennen. Demgegenüber sterben Finken mit kleineren Schnäbeln eher an Entkräftung, weil sie nicht so gut an die Nahrungsquelle gelangen können. Wenn die Dürreperioden über lange Zeiträume anhalten, verändern sich die Merkmale der gesamten Finkenpopulation. Nur die Vögel mit längeren Schnäbeln überleben und vererben sie an die folgenden Generationen. Die Idee der natürlichen Selektion war bestechend. Vorteilhafte physische Veränderungen werden von den folgenden Generationen geerbt und im Lauf der Zeit verändern sich nicht nur ganze Populationen, sondern es entstehen völlig neue Organismen, ohne irgendeine Form von intelligenter Steuerung. Darwin wollte alles in der Geschichte des Lebens mit natürlichen Prozessen erklären, die ohne Planung und Intelligenz auskommen. Dabei fand er heraus, dass ein Vorgang, den er bei Haustieren beobachtete, auch bei Wildtieren am Werk ist. Er züchtete selbst Tauben und wusste, dass menschliche Züchter seit Jahrhunderten erhebliche Veränderungen in Populationen herbeiführen konnten, indem sie nur bestimmte Einzeltiere zur Fortpflanzung auswählten. Darwin nahm nun an, dass dieser Auswahlprozess auch in der Natur abläuft. Charles Darwin sah in der natürlichen Selektion die Erklärung für die Komplexität des Lebens. Es gab nun keine Notwendigkeit mehr, sich auf eine intelligente Ursache zu berufen. Und somit löste die Idee der natürlichen Auslese die vom Designer ab. Heute wird der Darwinismus in der wissenschaftlichen und akademischen Welt allgemein akzeptiert. Doch eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern, darunter diejenigen, die sich in Pajaro Dunes getroffen haben, stellt zentrale Aspekte der Darwin'schen Theorie in Frage. In Pajaro Dunes stimmten wir sicher nicht in allen Punkten überein. Aber mit dem Mechanismus der natürlichen Selektion und seinem Stellenwert waren wir alle höchst unzufrieden.
Zwar ist natürliche Selektion ein realer Prozess und kleine Veränderungsschritte lassen sich dadurch erklären. Aber entgegen Darwins Überzeugung liefert sie keine ausreichende Erklärung für die Entstehung höherer Taxa. Eine geringe Veränderung der Struktur des Finkenschnabels beantwortet noch nicht die Frage, wie der Fink als Ganzes entstanden sein kann. Das ist ein Phänomen ganz anderer Größenordnung. Die Biologie muss fragen, wo ist natürliche Selektion am Werk und wo nicht? Und warum ist das ein Unterschied? Die Beweise sind sehr deutlich und wir alle spürten, dass die Beweise uns von der natürlichen Selektion wegführten, hin zu einer anderen Erklärung für die Entstehung des Lebens auf der Erde. Natürliche Auslese nutzt ausschließlich kleine, aufeinanderfolgende Veränderungen. Sie macht nicht plötzlich einen großen Sprung, sondern schreitet unaufhaltsam durch kleine, aber langsame Schritte voran. Es ist wirklich interessant. Je mehr wir über das Leben und die Biologie wissen, desto größer werden die Probleme mit Darwins Theorie und desto plausibler wird die sein. Seit 1988 untersucht Dr. Michael Behe komplexe biologische Systeme, die nicht durch natürliche Auslese erklärt werden können. Lange Zeit glaubte ich, dass die Darwin'sche Evolutionstheorie erklären kann, was wir in der Biologie beobachten. Nicht, weil ich es selbst beobachtet hatte, sondern weil ich es in der Schule gelernt hatte. Auch auf der Universität wurde mir der Glaube vermittelt, dass Darwins Evolution die biologischen Vorgänge erklärt. Und erneut gab es für mich keinen Grund, an ihr zu zweifeln. Bis ich dann vor etwa 10 Jahren ein Buch von dem australischen Genetiker Michael Denton las, der viele wissenschaftliche Argumente gegen Darwins Theorie vorbringt, von denen ich noch nie gehört hatte. Und die Argumente klangen ziemlich überzeugend. Ich war wirklich irritiert. Hier standen viele sehr gute Argumente. Und obwohl ich promovierter Biochemiker und Fakultätsmitglied war, hatte ich niemals von diesen Dingen gehört. Seitdem entwickelte ich ein großes Interesse für Fragen der Evolution und bin seitdem der Ansicht, dass die Darwin'sche Theorie keine vollständige Erklärung für das Leben liefert. Michael Behes Ansicht wurde wesentlich von dem geprägt, was die moderne Biologie über die kleinste Einheit des Lebens, die Zelle, herausgefunden hatte. Im 19. Jahrhundert, zu Darwins Lebzeiten, dachten die Wissenschaftler, die Zelle sei ein einfacher Klumpen aus Protoplasma, ähnlich wie ein kleines Stück Wackelpudding, nicht schwer zu erklären. Diese Auffassung änderte sich kaum bis in die frühen 50er Jahre. Aber seitdem ist unser Wissen über die Zelle geradezu explodiert. Heute eröffnen uns moderne Technologien Einblick in mikroskopisch kleine Welten, in denen ein Fingerhut voll Bakterienlösung mehr als 4 Milliarden einzellige Bakterien enthält. Jede Zelle ist voller Schaltungen, Montageanweisungen und Miniaturmaschinen. Eine Komplexität, die sich Charles Darwin damals nicht vorstellen konnte. Auf der untersten Ebene des Lebens, wo Moleküle und Zellen das Bild bestimmen, haben wir richtige molekulare Maschinen entdeckt. Da gibt es molekulare Lastzüge, die Nährstoffe von einem Ende der Zelle zum anderen transportieren. Und Maschinen, die die Energie des Sonnenlichts in nutzbare Energie umwandeln. Im menschlichen Körper gibt es so viele molekulare Maschinen, wie es Funktionen gibt: Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen.
oder die Blutgerinnung, der Atemvorgang, die Immunantwort. Dafür wird ein ganzes Heer von Maschinen benötigt. Beim Anblick dieser Maschinen fragt man sich, woher kommen sie? Die Standardantwort, darwinsche Evolution, ist meiner Ansicht nach absolut unzureichend. Besonders eine biologische Maschine erregte Behes Aufmerksamkeit. Als ich zum ersten Mal in einem Buch der Biochemie eine Zeichnung einer Bakteriengeißel sah, mit allen Bestandteilen in ihrer ganzen Perfektion, dachte ich, das ist ein Außenbordmotor. Der ist konstruiert, keine zufällige Anordnung von Einzelteilen. Er besaß einen Propeller, eine Aufhängung, die Antriebswelle und den Motor. Behes Reaktion war verständlich. Denn die molekularen Motoren, mit denen sich Bakterien durch die umgebende Flüssigkeit bewegen, hängen alle von einem System genauestens angeordneter Einzelteile ab, die bei 50.000-facher Vergrößerung sichtbar werden. Biochemiker haben Elektronenmikroskopaufnahmen wie diese verwendet, um die Einzelteile und die dreidimensionale Struktur des Geißelmotors zu identifizieren. Was sie dabei entdeckt haben, ist ein Wunder der Technik auf winzigster Ebene. Howard Berg at Harvard has labeled it the most efficient machine in the universe. Howard Berg von Harvard hat die Geißel als die effizienteste Maschine im Universum bezeichnet. Sie macht bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute und ist mit Sendern und Empfängern ausgestattet, sodass sie Feedback von ihrer Umgebung bekommt. Und obwohl sie sich so schnell drehen, können sie in einer Viertelumdrehung abrupt anhalten und sich dann mit 100.000 Umdrehungen pro Minute in die entgegengesetzte Richtung drehen. Und genau wie bei einem Außenbordmotor besteht die Geißel aus vielen Einzelteilen, die für das Funktionieren notwendig sind. Sie hat einen Vorwärts- und Rückwärtsgang, ist wassergekühlt, hat Protonenantrieb. Sie hat einen Stator, einen Rotor, ein U-Gelenk, eine Antriebswelle und einen Propeller. Und sie funktionieren wie die entsprechenden Maschinenteile. Wir geben ihnen diese Namen nicht willkürlich, sondern nach ihrer wirklichen Funktion. Seit seiner Entdeckung versuchten Wissenschaftler, die Entstehung des Rotationsmotors durch natürliche Auslese zu verstehen. Doch bis jetzt blieben sie einer Erklärung im Sinne Darwins schuldig. Um dies zu begreifen, müssen wir eine Eigenschaft molekularer Maschinen verstehen, nämlich die nicht reduzierbare Komplexität. Dieser Begriff wurde von Mike Behe geprägt. In jedem Zellorgan oder System innerhalb einer Zelle haben wir es mit einem Zusammenspiel zahlreicher Komponenten zu tun. Entfernt man nun einen beliebigen Bestandteil, verliert das System seine Funktionsfähigkeit. Die nicht reduzierbare Komplexität kann gut mit einer bekannten Maschine veranschaulicht werden, einer Mausefalle. Die Falle besteht aus 5 Bestandteilen. Einem Haken für den Köder, einer Feder, einer gebogenen Stange, dem Hammer, einer Arretierung, die ihn hält, und einem Brett, auf dem das ganze System angebracht ist. Fehlt auch nur ein einziges Teil, funktioniert der gesamte Mechanismus nicht mehr. Alle Bestandteile des nicht reduzierbaren komplexen Systems müssen gleichzeitig vorhanden sein, damit die Maschine ihre Funktion ausführen kann. Mäuse fangen. Nicht reduzierbare Komplexität finden wir auch bei biologischen Maschinen wie dem bakteriellen Geißelmotor. Etwa 40 verschiedene Proteinbestandteile sind für die Funktion dieser Maschine nötig. Fehlt einer dieser Bestandteile, wie die Aufhängung oder die Antriebswelle, erhält man entweder eine Geißel, die nicht funktioniert, oder aber sie kann in der Zelle gar nicht erst hergestellt werden. Wie soll dieses System evolutiv schrittweise entstanden sein, wenn es erst dann seine Funktion erfüllt, sobald alle Teile an der richtigen Stelle sitzen? Die nicht reduzierbare Komplexität molekularer Maschinen stellt eine ernste Herausforderung für den Geltungsanspruch der natürlichen Selektion dar. Gemäß Darwins Theorie können sogar komplexe biologische Organe,
wie ein Auge, ein Ohr oder ein Herz, allmählich in kleinen aufeinander aufbauenden Schritten entstehen. Nach Darwin ist natürliche Selektion jedoch nur wirksam, wenn zufällige Veränderungen dem evolvierenden Organismus in seinem Überlebenskampf einen Vorteil verschaffen. Wie ich zu zeigen versuchte, muss man nicht notwendig annehmen, dass die Veränderungen alle gleichzeitig stattfanden, auch wenn sie äußerst geringfügig und schrittweise vor sich gehen. Natürliche Selektion prüft gründlich die kleinsten Veränderungen, verwirft die schlechten, während sie alle guten konserviert und addiert. Doch manche Wissenschaftler bezweifeln, dass Darwins kleine Veränderungen eine Bakteriengeißel hervorbringen konnten. Wie sollte sich etwas Neues wie der Geißelmotor mit all den dazugehörigen Komponenten in einer Population von Bakterien entwickeln, die diesen Antriebsmechanismus noch gar nicht besitzt, wenn doch gemäß Darwins Theorie jede Veränderung irgendeinen Vorteil mit sich bringen muss? Stellen Sie sich folgendes Szenario in der frühen Erdgeschichte vor. Ein Bakterium entwickelt irgendwie einen Schwanz. Und vielleicht sogar die Teile, die zu dessen Befestigung an der Zellwand nötig sind. Doch ohne einen vollständigen Motor würde diese Innovation unbeweglich und nutzlos herumhängen. Unsichtbar für die natürliche Selektion. Denn die begünstigt definitionsgemäß nur Veränderungen, die die Überlebenschancen verbessern. Die Logik der natürlichen Selektion ist sehr anspruchsvoll. Solange die Geißel nicht vollständig zusammengesetzt ist und wirklich funktioniert, kann die natürliche Selektion sie nicht bewahren und an die nächste Generation weitergeben. Die natürliche Selektion kann nur funktionelle Vorteile selektieren. In den meisten Fällen aber beseitigt die natürliche Selektion einzelne Bestandteile des Organismus, und zwar solche, die unnütz oder schädlich sind. Deshalb würde die natürliche Auslese ein Bakterium mit einem Schwanz, der nicht als Geißelmotor funktioniert, eliminieren. Die natürliche Auslese kann nur dann zugunsten einer Geißel wirksam werden, wenn sie eine funktionierende Geißel vorfindet. Also alle Teile des Motors von Anfang an ihrem Platz sitzen. Erst dann kann die natürliche Selektion ihr Werk beginnen. Aber eine Bakteriengeißel erzeugen, das kann sie nicht. Wir müssen zwar noch viel über die Bakteriengeißel lernen, aber wir wissen bereits eine Menge. Der darwinsche Mechanismus jedoch kann für die Entstehung der komplexen molekularen Maschine ausgeschlossen werden. Obwohl vor 150 Jahren Wissenschaftler noch nichts von nicht reduzierbaren komplexen molekularen Maschinen wussten, sah Charles Darwin die Schwierigkeit voraus, die seiner Theorie dadurch entstehen könnte. Wenn gezeigt werden könnte, dass ein komplexes Organ existiert, das sich in keiner Weise mittels mehrerer, aufeinanderfolgender, geringfügiger Veränderungen gebildet haben kann, so würde meine Theorie mit Sicherheit zusammenbrechen. In der Biologie gibt es zwei große Fragen. Wie entstehen neue Lebensformen mit neuen Strukturen wie Flügeln und Augen aus schon existierenden Lebensformen? Und wie entstand überhaupt das erste Leben auf der Erde? Nun wissen wir, dass Darwin die meiste Zeit damit verbracht hat, eine Antwort auf die erste dieser beiden Fragen zu finden. Charles Darwin verglich die Geschichte des Lebens mit einem großen, sich verzweigenden Baum. Der Fuß des Baumes stellte die erste lebende Zelle dar, während die Äste neue, komplexere Lebensformen sein sollten, die sich im Laufe der Zeit aus dem ersten primitiven Organismus entwickelt hatten. Darwin versuchte zu erklären, wie sich die Äste des Stammbaums entwickelt haben könnten, wie natürliche Auslese bestehende Organismen verändert und dabei die große Vielfalt von Pflanzen und Tierarten erzeugt haben könnte, die heute die Erde füllt.
Aber zum Fuß des Baumes, der den Ursprung des Lebens, die erste lebende Zelle darstellt, hatte Darwin kaum etwas zu sagen. In seiner Entstehung der Arten sprach er die Frage nicht einmal an, wie Leben aus unbelebter Materie entstanden sein könnte. Den einzigen Hinweis zu diesem Thema gibt uns ein Brief, den Darwin an seinen Kollegen Joseph Hooker schrieb. Bezüglich der Entstehung der ersten lebenden Organismen, wenn, oh was für ein großes Wenn, wir uns vorstellen könnten, dass in kleinen warmen Teichen mit allerlei Ammoniak und Phosphorsalzen in Gegenwart von Licht, Wärme und Elektrizität sich eine Proteinverbindung chemisch bilden würde, fähig zu noch komplexeren Reaktionen. Heute würden solche Verbindungen sofort ausgetilgt. Aber damals, als lebende Kreaturen noch nicht gebildet waren, war das vielleicht nicht der Fall. In seinen letzten Lebensjahren verfolgte Darwin den Gedanken, dass eine primitive Zelle aus einfachen chemischen Verbindungen in der Ursuppe der frühen Erde entstanden sein könnte, kaum noch weiter. Erst in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts stellte der Russe Alexander Oparin eine detaillierte Theorie darüber auf, die sogenannte chemische Evolution. Oparin glaubte, die Entstehung des Lebens mit darwinschen Prinzipien erklären zu können. Danach sollten sich einfache chemische Verbindungen neu kombinieren und immer größere Moleküle bilden, um sich dann zur ersten primitiven lebendigen Zelle zusammenzuschließen. In den nächsten Jahrzehnten versuchten viele Wissenschaftler, die Fragen zu beantworten, die Oparin und Darwin aufgeworfen hatten. Wie konnte Leben aus einfachen chemischen Verbindungen entstanden sein? Einer dieser Forscher war Dean Kenyon. Die Frage nach den biologischen Ursprüngen ist für mich schon seit langem von allergrößtem Interesse. Einfach wegen ihres Ausmaßes und ihrer Bedeutung. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Die zentralen Fragen, erforscht aus dem Blickwinkel der Naturwissenschaft. Von den späten 60er bis in die frühen 80er Jahre war Dean Kenyon einer der weltweit führenden Theoretiker der chemischen Evolution, die ausschließlich mithilfe natürlicher Vorgänge zu erklären versucht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. 1969 schrieb Dean Kenyon ein bedeutendes Buch über die Entstehung des Lebens. Gary Steinman und ich dachten, wir müssen eigentlich nur alle Fäden empirischer Indizien, die bis zum Ende der 60er Jahre erforscht waren, zu einem kontinuierlichen Ganzen zusammenflechten und glaubten begeistert daran, die Entstehung der Hauptbestandteile des Lebens erklären zu können. Doch Dean Kenyon stieß auf ein wesentliches Problem. Um die Entstehung des Lebens zu erklären, musste er zuerst die Entstehung der wichtigsten Bausteine der lebenden Zelle erklären, nämlich die der komplexen Proteinmoleküle. Proteine erfüllen sehr viele Aufgaben in der Zelle, von strukturellen Erfordernissen wie der Bildung des Zellgrundgerüsts, des sogenannten Zytoskeletts, bis hin zu Enzymen. Proteine erledigen so ziemlich jede Aufgabe in der Zelle. Alltagsjobs, vom Saubermachen bis zum Herstellen von Energie. Dean Kenyon wusste, dass Proteine für die Entstehung ersten Lebens genauso unverzichtbar waren wie für die heute lebenden Zellen. Zudem erkannte er die Komplexität ihres Aufbaus. In den 60er Jahren hatten Wissenschaftler herausgefunden, dass selbst einfache Zellen aus tausenden verschiedener Proteine bestehen, wobei sich die Funktion ihrer Moleküle aus ihrer hochkomplexen dreidimensionalen Form ableitet. Die spezielle Form ermöglicht manchen Proteinen chemische Reaktionen, indem sie, wie der Schlüssel zum Schloss, das Gegenstück zu anderen Proteinmolekülen darstellen. Wieder andere Proteinmoleküle bilden fest miteinander verbundene Teile. Einzelne Teile des Bakterienmotors wie diese Ringstruktur bestehen entweder aus einem einzigen Proteinmolekül oder aus einer spezifischen Kombination von Proteinen.
Diese Proteine wiederum bestehen aus kleineren chemischen Einheiten, den Aminosäuren, die in langen Ketten miteinander verbunden sind. In diesen Zelleinheiten und den proteinbildenden Aminosäuren begegnen wir einem sehr hohen Grad architektonischer Komplexität. In der Natur werden 20 verschiedene Aminosäuren zur Herstellung der Proteinketten verwendet. Biologen vergleichen sie mit den 26 Buchstaben des Alphabets. Die Buchstaben des Alphabets können unzählige Kombinationen ergeben. Doch ob sich sinnvolle Worte und Sätze bilden, wird von der Reihenfolge der Buchstaben bestimmt. Richtig angeordnete Buchstaben ergeben also einen sinnvollen Text. Andernfalls ergibt sich ein absolutes Durcheinander. Das gleiche Prinzip gilt für Aminosäuren und Proteine. Es gibt mindestens 30.000 Proteine, die alle aus unterschiedlichen Kombinationen derselben 20 Aminosäuren bestehen. Angeordnet wie Buchstaben bilden sie sehr lange Ketten. Nur in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, faltet sich die Aminosäurekette in ein funktionierendes Protein. Die Reihenfolge der Aminosäuren bestimmt die spezifische Faltung, aus der sich dann die dreidimensionale Struktur des Proteins ergibt. Diese Anordnung ist entscheidend. Denn wenn sich die Aminosäuren falsch aneinanderreihen, bildet sich eine nutzlose Kette. Und anstatt sich in ein Protein zu falten, wird sie in der Zelle wieder abgebaut. Wie geschriebene Sprachen oder Computercodes besitzen Proteine ein hohes Maß an Spezifikation. Die Funktion des Ganzen hängt von der korrekten Anordnung der einzelnen Teile ab. Aber wodurch wird die genaue Reihenfolge der Aminosäuren und damit die Form und Funktion der Proteine gesteuert? In den 50er und 60er Jahren sahen sich Biologen durch neue Entdeckungen herausgefordert, sich diesem Rätsel zu stellen. Dean Kenyon glaubte, es lösen zu können. Im Buch Biochemical Predestination schlugen Kenyon und Gary Steinman eine faszinierende Theorie vor. Kenyon schrieb, das Leben könnte durch die Anziehungskräfte, die zwischen seinen chemischen Bestandteilen herrschen, insbesondere zwischen den Aminosäuren in Proteinen, biochemisch vorherbestimmt sein. Als Biochemical Predestination herauskam, waren wir völlig überzeugt davon, dass wir die wissenschaftliche Erklärung für die Entstehung des Lebens gefunden hatten. Kenyon schlug vor, dass die chemischen Eigenschaften der Aminosäuren Ketten ausbildeten, die zu den ersten Proteinen führten, den wichtigsten Bestandteilen der lebenden Zelle. Und das bedeutete, dass die Entstehung von Leben praktisch unvermeidbar war, vorherbestimmt durch nichts anderes als Chemie. Viele Wissenschaftler akzeptierten Kenyons Ideen. Und während der nächsten 20 Jahre wurde sein Buch ein Bestseller auf dem Gebiet der chemischen Evolution. Doch schon 5 Jahre nach der Veröffentlichung begann Kenyon an seiner eigenen Theorie zu zweifeln. Es geschah während einer Phase, in der mir vermehrt Zweifel an bestimmten Aspekten der Evolutionstheorie kamen. Einer meiner Studenten konfrontierte mich mit einem Gegenargument, das ich einfach nicht widerlegen konnte. Kenyon sah sich gezwungen zu erklären, wie sich die ersten Proteine auf der Urerde ohne die Hilfe genetischer Information formieren konnten. Denn die Aminosäureketten in gegenwärtig lebenden Zellen bilden sich nicht durch die Anziehungskräfte zwischen ihren Einzelteilen, sondern werden durch Baupläne bestimmt, die in einem anderen großen Molekül der Zelle gespeichert sind, der DNA. Anfangs glaubte Kenyon, dass sich Proteine direkt aus Aminosäuren gebildet haben könnten, völlig ohne DNA-Baupläne. Und deshalb waren so viele Wissenschaftler begeistert von seiner Theorie. Aber je mehr er und andere über Aminosäuren und Proteine herausfanden, desto mehr zweifelte er daran, dass sich Proteine selbst ohne DNA zusammensetzen konnten. Im DNA-Molekül begegnete Dean Kenyon einem Phänomen, das er nicht mit natürlichen Vorgängen erklären konnte. Denn die DNA-Doppelhelix-Struktur ist voller Information. Exakt aufeinander folgende chemische Verbindungen, die man mit den Buchstaben A, C, T,
und G bezeichnet. In der geschriebenen Sprache wird Information durch die genaue Anordnung von Buchstaben vermittelt. Genauso werden die Bauanweisungen für die Zusammenstellung der Aminosäuren zu Proteinen durch die Sequenz der Basenpaare entlang der DNA bestimmt. Dieser chemische Code wird Sprache des Lebens genannt und stellt das komprimierteste und ausgefeilteste Speichermedium für Information im ganzen uns bekannten Universum dar. Wie andere Wissenschaftler, die sich mit der Entstehung des Lebens beschäftigen, musste Kenyon entweder erklären, woher diese genetischen Baupläne kamen, oder er musste erklären, wie in den Urozeanen Proteine direkt aus Aminosäuren ohne DNA entstanden sein könnten. Am Ende war ihm klar, dass er keines von beiden erklären konnte. Es ist ein echtes Problem, wie sich in einem winzigen Tröpfchen des Urozeans gerade diejenigen hunderte verschiedener molekularer Bestandteile ansammeln konnten, die zur Entstehung eines sich selbst vervielfältigenden zyklischen Systems nötig sind. Aus diesem Grund gewannen gegen Ende der 70er Jahre meine Zweifel die Oberhand. Und ich sah keine Möglichkeit mehr, wie sich Aminosäuren von allein zu sinnvollen biologischen Sequenzen organisieren können, ohne schon vorher existierendes genetisches Material. Während Dean Kenyon seine Theorie, dass sich Aminosäuren von selbst zu Proteinen zusammensetzen, noch prüfte, wurde sie durch neue biochemische Entdeckungen weiter geschwächt. Je länger ich meine eigenen Studien fortführte, inklusive eines Aufenthalts beim NASA Ames Research Center, desto klarer wurde mir, dass die Theorie der chemischen Evolution mehrere Schwachstellen besaß. Und weitere Experimente zeigten, dass Aminosäuren nicht die Fähigkeit besitzen, sich von selbst in biologisch sinnvollen Sequenzen aneinanderzureihen. Mit der zunehmenden Schwäche seiner Theorie und der wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Daten über die zentrale Rolle der DNA konfrontiert, musste Dean Kenyon die absolute Notwendigkeit genetischer Information anerkennen. Je mehr mir bewusst wurde, dass wir in unserer Forschung alle ein enormes Problem vernachlässigt hatten, nämlich die Frage der Herkunft der genetischen Information selbst, desto radikaler musste ich schließlich meinen ganzen Standpunkt revidieren. Eine neue Frage rückte für Dean Kenyon in den Vordergrund. Was war die Quelle der biologischen Information in der DNA? Wenn man zum Ursprung der kodierten Botschaften in der Maschinerie des Lebens vordringen könnte, so würde man in der Tat auf etwas Überzeugenderes stoßen als die Theorie der chemischen Evolution. Zudem war Dean Kenyon nicht entgangen, dass die meisten Forscher den Gedanken verworfen hatten, dass die zum Bau der ersten Zelle notwendige Information ausschließlich durch Zufall entstanden sei. Ein Beispiel. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass sich auch nur eine einzige Zeile aus Shakespeares Hamlet bildet, indem man Scrabble-Buchstaben auf eine Tischplatte fallen lässt. Aber um die genetischen Anweisungen darzustellen, die zur Herstellung der Proteine eines Einzellers nötig sind, wären Hunderte von bedruckten Seiten Papier erforderlich. Natürlich glaubten ernsthafte Evolutionsbiologen nicht, dass das Leben ausschließlich per Zufall entstanden war, sondern dass die natürliche Selektion auf zufällige Veränderungen von chemischen Verbindungen wirkte und so zum ersten Leben geführt hatte. Per Definition kann die natürliche Selektion nicht schon vor der Existenz der ersten lebenden Zelle gewirkt haben. Denn sie kann nur auf Organismen wirken, die sich selbst vervielfältigen können. Also auf Zellen, die mit Hilfe ihrer DNA ihre genetischen Veränderungen weitergeben. Ohne DNA keine Selbstreplikation. Aber ohne Selbstreplikation keine natürliche Selektion. Somit kann man die natürliche Selektion nicht zur Erklärung der Entstehung der DNA heranziehen, ohne die Existenz dessen vorauszusetzen, was eigentlich zu erklären ist.
Zufall, natürliche Selektion und die Theorie der Selbstorganisation versagten bei der Erklärung der Entstehung der genetischen Information. Jetzt sah Dean Kenyon nur noch eine Alternative. Es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für eine Entstehung des Lebens durch eine chemische Evolution. Nicht einmal für die einfachste Zelle. Von daher erschien mir das Intelligent Design Konzept, das übrigens mit den zahlreichen Entdeckungen der Molekularbiologie übereinstimmt, äußerst attraktiv und sinnvoll. Nachdem Kenyon seine Theorie verworfen hatte, brachte die Wissenschaft die Details eines ganzen Informationsverarbeitungssystems zum Vorschein, die die Kennzeichen von intelligenter Planung tragen. Mittels Computeranimation können wir in der Zelle selbst dieses beeindruckende System bei der Arbeit sehen. Nach dem Eintritt in den Zellkern sehen wir die eng gewickelten DNA-Stränge, worin die Pläne gespeichert sind, die zum Bau der Proteine in einem Organismus notwendig sind. In einem Vorgang, der als Transkription bezeichnet wird, wickelt zuerst eine molekulare Maschine einen Abschnitt der DNA-Helix ab, um die genetischen Anweisungen freizulegen, die zur Herstellung eines bestimmten Proteins nötig sind. Eine andere Maschine kopiert diese Anweisungen, indem sie ein Molekül herstellt, das Messenger-RNA genannt wird. Ist die Transkription abgeschlossen, transportiert der RNA-Strang die genetische Information durch den Kernporenkomplex, die Schleuse, die den Import und Export des Zellkerns reguliert. Der Messenger-RNA-Strang wird zum Ribosom geleitet, einer zweiteiligen Molekülfabrik. Nachdem er dort gut befestigt ist, beginnt der Vorgang der Translation. Im Ribosom setzt ein molekulares Fließband eine spezifisch angeordnete Kette von Aminosäuren zusammen. Diese Aminosäuren werden aus anderen Bereichen der Zelle herantransportiert und dann an die oft hunderte von Gliedern zählende Kette angefügt. Ihre Reihenfolge legt die Art des hergestellten Proteins fest. Die fertige Kette gelangt vom Ribosom aus in eine tonnenförmige Maschine, die ihr hilft, sich in die exakte, für ihre Funktion entscheidende Form zu falten. Nachdem die Kette in ein Protein gefaltet wurde, löst sich das Protein und wird von einer anderen molekularen Maschine zu seinem genauen Einsatzort eskortiert. Es ist überwältigend, auf dieser Größenskala einen so fein abgestimmten Apparat zu beobachten, der die Zeichen von Intelligenz in Design und Herstellung trägt. Vor uns liegen die Details eines unglaublich komplexen Reiches genetischer Informationsverarbeitung. Und genau in diesem neuen Reich molekularer Genetik entdecken wir die überzeugendsten Beweise für Design auf der Erde. Biologen müssen sich immer vor Augen halten, dass das, was sie sehen, nicht geschaffen wurde, sondern sich entwickelt hat. When I look at molecular machines,
Wenn ich die molekularen Maschinen oder den unglaublich komplexen Vorgang der Zellteilung sehe, frage ich mich, ob hinter diesen Dingen nicht eine Intelligenz, ein Plan oder eine Absicht stehen. Die Wissenschaft muss eine Suche nach Wahrheit sein. Wir sollten nicht vorschnell urteilen und sagen, diese Erklärung gefällt mir nicht, also lasse ich sie beiseite. Wenn wir in der Natur auf ein Rätsel stoßen, sollten wir vielmehr jede mögliche Ursache in Erwägung ziehen, die eine Erklärung liefern könnte. Ein Problem mit der Evolutionstheorie besteht für mich darin, dass sie willkürlich eine ganze Kategorie von Ursachen ausschließt, bevor die Indizien eine Chance bekommen, beachtet zu werden. Und die Ursache, die ausgeschlossen wird, ist die Intelligenz. Seit Darwin, und auch deshalb, weil er es in seiner Entstehung der Arten geschrieben hat, gibt es eine Definition von Wissenschaft, die ein mögliches Design als wissenschaftliche Erklärung ausschloss. Diese Konvention wird methodischer Naturalismus genannt. Will man wissenschaftlich sein, muss man sich beschränken und darf nur auf natürliche Ursachen als Erklärung zurückgreifen. Intelligenz als Ursache darf man nicht heranziehen. Und das, obwohl es zu unserem ganz normalen Denken gehört, zu erkennen, wo Intelligenz am Werk ist. Betrachten wir zum Beispiel diese Hieroglypheninschriften, eingemeißelt in den Ruinen ägyptischer Monumente. Niemand würde die Formen und Anordnungen dieser Symbole natürlichen Ursachen wie Sandstürmen oder Erosion zuschreiben. Stattdessen erkennen wir in ihnen das Werk antiker Schreiber, intelligenter, menschlicher Urheber. Ebenso schlussfolgern wir, dass die geheimnisvollen Steinfiguren an der Küste der Osterinseln nicht durch das Wechselspiel von Wind und Wasser über lange Zeiträume geformt wurden. Und wir vermuten auch nicht, dass Pflanzen in solchen unsvertrauten Formen ohne den Eingriff eines intelligenten Wesens wachsen. Natürlich ziehen wir ständig diese Rückschlüsse und wissen, dass sie richtig sind. Aber auf welcher Grundlage ziehen wir diese Rückschlüsse? Was sind die Merkmale, die uns das Erkennen von Intelligenz ermöglichen? Vor kurzem hat der Mathematiker William Dembski in einem Buch mit dem Titel The Design Inference einen bedeutenden Beitrag zum Verständnis geleistet. Dembski hat die spezifischen Eigenschaften ermittelt, an denen wir erkennen, dass Intelligenz am Werk war. Ich fragte mich, welche logischen Schritte durchlaufen wir eigentlich, um zur Schlussfolgerung Design zu gelangen. Ich versuchte also, zuverlässige, empirische, streng wissenschaftliche Entscheidungskriterien dafür herzuleiten, ob etwas wirklich designt wurde. Ich suchte nach der inneren Logik und fand heraus, dass dafür zum einen Unwahrscheinlichkeit, zum anderen Spezifikation, das heißt eine erkennbare Struktur, ein objektives Muster nötig sind. Nach Dembski schließen Menschen immer dann richtig auf Intelligenz, wenn sie etwas sehr Unwahrscheinlichem begegnen, das aber mit einem wiedererkennbaren Muster übereinstimmt. Wie dasjenige in den Bergen von Dakota. Im Westen der USA gibt es viele verschiedene Felsformationen, von denen die meisten keine Bedeutung haben. Normalerweise begegnen einem dabei aber nicht die Gesichter von Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt und George Washington. Die kann man nur in South Dakota sehen. Dieses Felsmuster ist unwahrscheinlich. Ein bestimmter, zufällig ausgewählter Berghang ist natürlich auch unwahrscheinlich, aber ein zufälliger Berghang weist keinerlei Spezifikation auf. Wenn ich die Gesichter sehe, erkenne ich sofort, dass sie mit den vier Präsidenten übereinstimmen, die von Geldscheinen oder Porträts aus der National Gallery bekannt sind. Und somit begreife ich, dass ich nicht nur eine höchst unwahrscheinliche Felsformation vor mir habe, sondern eine, die einem unabhängig davon existierenden Muster entspricht. Ein zuverlässiger Hinweis auf Intelligenz. Geringe Wahrscheinlichkeit als auch Spezifikation. Es ist Design. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls ein unwahrscheinliches Muster, veranschaulicht uns, wie wir Design erkennen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese Botschaft von der Meeresbrandung geschrieben wurde. Stattdessen erkennen wir dieses Muster und die Worte als Produkt von Intelligenz wieder. Diese unwahrscheinliche Struktur entspricht wieder einem unabhängig existierenden Muster, nämlich den Formen von Buchstaben, die wir aus dem Alphabet kennen, und bekannten Wörtern aus unserem Wortschatz.
Die Unwahrscheinlichkeit der Struktur in Verbindung mit einem unabhängig existierenden Muster löst bei uns das Erkennen von Design aus. Dieses Beispiel verdeutlicht uns, dass William Dembskys Kriterien zum Erkennen von Design, geringe Wahrscheinlichkeit und Spezifikation, ebenfalls auf Information angewendet werden können, und zwar die Art von Information, die wir nicht nur in Bildern, Zahlenfolgen und geschriebenen Texten, sondern auch kodiert in lebenden Zellen vorfinden. Die DNA besitzt eine Struktur, die ideal zum Transport von Information ist. In den A's, T's, C's und G's, den Basen der DNA-Doppelhelix, befindet sich das Potenzial, enorme Mengen von Informationen zu speichern. Tatsächlich gibt es im ganzen uns bekannten Universum nichts, das mehr und effizienter Informationen speichern und übertragen kann, als das DNA-Molekül. Das komplette menschliche Genom umfasst etwa 3 Milliarden Buchstaben. Die spezifische Anordnung der chemischen Buchstaben im DNA-Molekül ermöglicht es, detaillierte Anweisungen und Informationen zu übertragen. Genauso wie Buchstaben in einem sinnvollen Satz oder Binärziffern in einem Computercode. Bill Gates sagte einmal, dass DNA im Prinzip das gleiche wie ein Computerprogramm sei. Nur viel komplexer als alles, was wir uns bis jetzt ausdenken konnten. Ein zutreffender Vergleich. Denn bekanntlich verwendet Bill Gates nicht Wind und Erosion oder Zufallszahlengeneratoren, um seine Software herzustellen, sondern er beschäftigt intelligente Softwareprogrammierer. Alles, was wir aus unserer Erfahrung wissen, legt nahe, dass informationsreiche Systeme durch intelligentes Design entstehen. Aber was machen wir nun aus der Tatsache, dass wir auf dem Grund allen Lebens in jeder lebenden Zelle auf Information stoßen? Das ist das Geheimnis. Woher kommt diese Information? Der Philosoph und Wissenschaftler Stephen Mayer arbeitet seit Jahren an dieser Frage. Und er hat eine Theorie ausgearbeitet, in der er zeigt, dass Intelligent Design die beste Erklärung für die Herkunft der Information liefert, die zum Bau der ersten Zelle nötig war. Es gehört zu unserem Erfahrungsschatz, dass intelligente Wesen informationsreiche Systeme erzeugen können. Das Argument geht also nicht davon aus, was wir nicht wissen, sondern davon, was wir über den Ursache-Wirkungszusammenhang unserer Welt wissen. Wir kennen gegenwärtig keine naturalistische Ursache, die Information erzeugen könnte. Natürliche Selektion, Selbstorganisationsvorgänge und der Zufall fallen aus. Aber wir kennen eine Ursache, die Information erzeugen kann. Und das ist die Intelligenz. Wenn wir also in der Zelle ein informationsreiches System vorfinden, so können wir daraus schließen, dass bei der Entstehung dieses Systems Intelligenz eine Rolle gespielt hat. Auch wenn wir damals nicht live zuschauen konnten. Mayers Arbeit über Information gehört heute zu den immer zahlreicher werdenden wissenschaftlichen Argumenten für Design, deren Wurzeln zum Teil auf das Treffen in Pajaro Dunes im Jahr 1993 zurückgehen. Zwar war es das Ziel der Forscher, die herrschende Lehrmeinung zu hinterfragen, doch wurden sie dabei zu Geburtshelfern einer neuen Theorie, die als Intelligent Design bekannt geworden ist. Mit Intelligent Design steht uns ein neues Werkzeug im Werkzeugkoffer der Naturwissenschaft zur Verfügung. Intelligente Ursachen hinterlassen Beweise ihrer Existenz. Eine gesunde Wissenschaft ist eine, die die Wahrheit sucht und die Beweise für sich selbst sprechen lässt. Die Argumente für Intelligent Design basieren auf der Beobachtung der Tatsachen. Und genau das ist meine Definition für gute Wissenschaft. Und wenn man die Tatsachen beobachtet, wie Michael Behe es getan hat, dann entdeckt man dieses unglaubliche Muster von ineinander verwobener Komplexität. Wie bei einem Außenbordmotor, so schließen wir von der Bakteriengeißel auf intelligentes Design. Wenn wir die Teile eines Außenbordmotors betrachten, wissen wir, jemand muss sie hergestellt haben. Die Argumentation bei biologischen Maschinen ist also genau dieselbe. Und deshalb ist die Schlussfolgerung auf Intelligent Design absolut naturwissenschaftlich. Wenn ich mir die Beweise objektiv ansehe, dann springt mir Design förmlich als die wahrscheinlichste Erklärung entgegen. Und deshalb halte ich sie für wahr. And that's why I believe that it's true. I think design is back on the table. Ich denke, dass wir um Design nicht herumkommen.
Wenn die Wahrheit ist, dass diese Systeme designt wurden, dann frage ich, wo liegt das Problem? Du gehst einfach dorthin, wohin dich die Daten führen. Die Konsequenzen? Klar, das sind tiefgreifende metaphysische Konsequenzen, aber so sei es. Folglich erweist es sich als ein sehr leistungsfähiges Konzept, dass das Universum rational durchdacht ist, unterschrieben von einer höchsten Intelligenz, die wollte, dass wir diese Welt verstehen können. Wenn alles nur ein chaotisches Gewirr wäre, gäbe es keine Grundlage dafür, da draußen irgendetwas Rationales zu finden. Aber wenn das alles das Produkt eines Verstandes ist, dann kann man den Schritt nach draußen wagen. Und Naturwissenschaft wird zu diesem wunderschönen, spannenden Puzzlespiel, bei dem man erwarten kann, Rationalität, Schönheit und Nachvollziehbarkeit anzutreffen. Und zwar bis auf den Grund aller Dinge. Vor 150 Jahren veränderte Charles Darwin die Naturwissenschaft mit seiner Theorie der natürlichen Selektion. Doch heute steht diese Theorie einer ernsthaften Herausforderung gegenüber. Die Theorie des Intelligent Design hat erneut eine intensive Debatte über die Entstehung des Lebens auf der Erde entfacht. Und für eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern bedeutet Intelligent Design ein Konzept, das es erlaubt, die Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens wieder neu zu definieren. Während des 19. Jahrhunderts glaubten die Wissenschaftler, dass es zwei grundlegende Größen gab, Materie und Energie. Aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellen wir fest, dass es eine dritte fundamentale Größe gibt, und das ist die Information. Und während wir nun in die Biologie des Informationszeitalters eintreten, wächst die Vermutung, dass das, was wir im Zusammenhang mit dem DNA-Molekül beobachten, eigentlich das Meisterwerk eines Verstandes ist. Etwas, das nur mit Intelligent Design erklärt werden kann.